Gott, wenn es ihn gäbe. Er legte vielleicht der verstummten Hoffnung ein paar Worte in den Mund. Von der Not und der Ausweglosigkeit, von der Schuld und der Sprachlosigkeit. Karfreitag erinnert uns, was wir verloren haben, was wir schuldig geblieben sind, was unerfüllt geblieben ist. Gaben sie Jesus Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben, über sein Haupt, setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin, der ich bin, hast du versprochen. Ich bin da. Wo aber bist du, wenn ein Mensch vor Schmerz vergeht? Und wo, wenn einer dem anderen Leid zufügt? Wo bist du, wenn eine Welle das Land überrollt und ein Virus den Alltag der Welt lahmlegt? Bist du noch da? Bist du wirklich noch da, Gott, wenn du unerreichbar scheinst? Ich rufe dich bei deinem Namen und werfe dir dein Versprechen vor. Komm und sei, der du bist. Komm und sei, ich bin da. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.
die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals und verschied. Das Kreuz, ein Steg über dem Abgrund des Todes. Ausgebreitet die Arme, die mich drüben empfangen werden.